Episode 68 in Toilet Tower Defense steht vor der Tür, Freunde. Bald kriegen wir schon wieder das neue Weihnachts-Update, wo alles so krass wird wie noch nie zuvor. Aber bis dahin stellen wir uns erstmal noch coolen Challenges. Und heute habe ich wieder eine extrem nice Challenge für euch vorbereitet, Freunde. Wir haben ja viele verschiedene Seltenheitsgrade im Spiel. Wir haben mythische Einheiten, wir haben legendäre Einheiten, wir haben epische Einheiten. Und heute müssen wir uns ein Team zusammenstellen, wo von jeder Seltenheit eine Einheit enthalten ist. Das heißt, von den ganz schlechtesten Einheiten zu den normalen, zu den seltenen bis zu den epischen. Und es wird ein sehr interessantes Team, Freunde. Mal sehen, ob wir damit überhaupt irgendeine schwere Map schaffen, weil wir können natürlich nicht jede Wunscheinheit mitnehmen. Deswegen, wenn ihr denkt, dass ich so eine Challenge schaffen kann, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall da. Vielleicht knacken wir dieses Jahr noch 100.000 Abos. Ich würde mich extrem freuen, deswegen lasst gerne ein Abo da, Freunde. Und falls ihr es nicht gemacht habt, schaut auf jeden Fall bei mir im Merch-Shop vorbei. Wir haben noch welche von den coolen Tjulfa Weihnachtshoodies da. Es sind nicht mehr alle Größen vorhanden, aber vielleicht ist eure Größe noch da. Und es ist ein ziemlich cooles Weihnachtsgeschenk. Deswegen schaut auf jeden Fall mal rein. Einfach tjulfa.shop eingeben oder ihr klickt den Link in der Beschreibung. Und wir gehen jetzt mal direkt in die Einheitenauswahl. Wir clearen erstmal alles unten raus. Und jetzt müssen wir uns schon mal direkt entscheiden für Speaker Man oder Camera Woman. Und ich würde sagen, wir nehmen DPS, machen beide. Ja, Camera Woman ist ein bisschen besser. Die machen gleich viel DPS, aber Camera Woman hat etwas mehr Range. Wir nehmen Camera Woman mit. Dann muss ich mich zwischen den drei normalen Einheiten hier entscheiden. Hier nehmen wir definitiv Scary Speaker Man. Macht am meisten Schaden und hat am meisten Reichweite. Als nächstes haben wir hier die normal seltenen Einheiten. Wer macht hier am meisten Schaden? Turkey Speaker Man macht hier am meisten und hat auch am meisten Range. Nehmen wir mit. Perfekt. Als nächstes haben wir die epischen Einheiten und hier macht auch Turkey Cameraman mit Abstand am meisten Schaden. 30 Range und 15.000 Schaden pro Sekunde. Ich weiß gar nicht, warum der so stark ist, aber den nehmen wir definitiv mit. Und jetzt seht ihr auch schon unser Problem, Freunde. Dadurch, dass wir bei den schlechtesten Einheiten anfangen, können wir nur bis legendär gehen, was unsere Einheitenauswahl anbelangt. Mythisch können wir gar nicht mitnehmen in dieser Challenge. Das macht es ein bisschen schwierig, ich bin ganz ehrlich. Aber wir gucken mal. Wir haben natürlich Ninja Cameraman, wir haben das Laser Cameraman K, wir haben Large Turkey Speakerman und wir haben Sinister Cameraman. Sinister Cameraman macht natürlich 16.000 Schaden. Deswegen sollten wir den vielleicht sogar mitnehmen. Aber dann müssen wir vielleicht Turkey Cameraman hier lassen und stattdessen den Pumpkin Farmer mitnehmen, oder? Ah, oh, das ist schwierig, weil ich halt von jeder Seltenheit jetzt nur eine Einheit nehmen kann. Ja, der Turkey Speakerman macht halt nur 2400 Damage, weil der Turkey Cameraman macht halt auch 15.000 Schaden, ne? Das ist schon ordentlich. Boah, ist echt schwierig jetzt. Pass auf, wir nehmen Turkey Cameraman mit. Wir scheiß auf den Farmer, Freunde. Mal sehen, ob das funktionieren kann. Wir gehen unsere Lieblingsmap, Toilet Headquarter. Wir machen mal unsere Auswahl bei... Wir gehen jetzt nicht direkt Nightmare. Pass auf, wir machen erstmal Hard. Hard sollte machbar sein, okay? Ich gehe davon aus, dass wir den harten Schwierigkeitsgrad definitiv schaffen können, okay? Wir testen es einfach mal. Und das Ding ist, als erste Einheit platzieren wir jetzt auch direkt den Scary Speaker Man. Camera Woman werden wir gar nicht erst platzieren. Würde zwar nur 80 Dollar kosten, aber würde uns auch nicht so viel bringen. Die greift am Anfang so langsam an und lohnt sich nicht, die zu platzieren. Aber sie nimmt uns halt einen Einheitenslot weg. Aber erstmal okay. Die ersten Wellen sollten kein Problem sein, okay? Ist nur der harte Schwierigkeitsgrad. Die ersten Wellen sollten wir schaffen. Ich bin Profi, ich weiß, was ich tue. Und wir sind auch schon bei Welle 6 und haben hier einen Turkey Speakerman und einen Scary Speakerman auf Level 2. Die machen beide jetzt hier ihren Flächenschaden. Was auch schon mal richtig gut funktioniert. Ich denke, als nächstes werden wir uns den Turkey Cameraman placen, weil der kostet ziemlich wenig, aber macht auch ziemlich schnell recht viel Damage. Den werden wir uns jetzt mal direkt hier daneben stellen. So, weil der hat ja auch eine kranke Range. Wenn wir den richtig upgraden, ich kann schon gar nicht mehr richtig reden, Freunde. Die hier kosten, was kosten die im Upgrade? Auch 600 auf Level 3, 400 auf Level 3. Okay, das heißt, Scary Speakerman upgraden wir erstmal als nächstes. Dass wir den schon mal auf Level 3 haben. Noch ein bisschen mehr Range, noch ein bisschen mehr Flächenschaden. Wir können jetzt auch zwischendurch ruhig schon mal ein bisschen skippen, Freunde. Das ist gar kein Problem. Dafür machen wir schon mehr als genug Damage. Und gleich holen wir uns dann auch mal direkt den Sinister Cameraman ran. Der dann auch schon mal anfangen kann. Den platziere ich aber vielleicht hier unten. Dass der von hier unten den Damage macht, weil der hat ja so unfassbar viel Reichweite nach hier oben dann. Also Sinister Cameraman auf Maximallevel ist wirklich heftig, was der eigentlich für eine Reichweite hat. Ist eigentlich viel zu viel sogar. So, hier die Dual Claw Toilet, denkt sie kann uns was, aber kann sie vergessen. Der geht's gar nicht gut. So, hier genau, Sinister Cameraman. Den ersten stelle ich jetzt mal hier unten hin.
Weil wenn ich den gleich maximal geupgradet habe, hat er locker Reichweite bis nach hier oben. Das wird halt brutal. Den lassen wir erstmal da unten chillen und wir kümmern uns erstmal um die Boys hier oben. Der Sinister Cameraman ist erstmal so unser Notfallschaden, falls irgendwer es wirklich schafft, so weit durchzukommen. Aber guck mal, sogar die Police Toilets schon richtig kaputt, bevor die überhaupt ankommen. Perfekt, perfekt. Vielleicht wird's doch was, Freunde. Vielleicht habe ich doch die richtige Wahl getroffen. So, zack, wir können jetzt direkt Turkey Cameraman nochmal upgraden. Er ist jetzt auch auf Level 2. Macht schon 1000 Schaden. Let's go. Und jetzt haben wir auch gerade pünktlich hier die erste Boss-Toilet. Die kriegt schon gut damit Schreien jetzt von allen hier. Also das ist definitiv ein gutes Setup, was wir hier haben. Ich hätte gedacht, das wird ein bisschen problematischer. Aber bis jetzt echt easy going. Wir machen Scary Speakerman. Oh, der ist schon Maximallevel jetzt. Okay. Warte, wie viel Schaden ist das? Sind hier nur 1500, hä? Ich dachte, der macht mehr. Na gut, okay. Dann halt nur 1500. Ich meine, ist auch nur eine normale Einheit. Wäre auch krass, wenn er wirklich viel mehr machen würde. Aber vielleicht habe ich mich ein kleines bisschen zu früh gefreut. Okay, vielleicht auch doch nicht. Welle 14 Giant Glasses Toilet. Sehr weit gekommen. Ich habe gerade auch schon Sinister Cameraman hier unten schnell auf Level 2 gemacht. Dass der ein bisschen mehr Schaden hat und ein bisschen mehr Reichweite hat. Aber es hat zum Glück doch echt gut gereicht. Wir upgraden auch mal Turkey Speakerman auf Maximallevel. Der Kollege macht da nämlich wirklich 2400 Schaden. Und Turkey Cameraman werden wir jetzt auch noch gleich mal upgraden. Obwohl der sehr teuer ist im nächsten Upgrade. 3500. Aber der macht dann ja auch irgendwie... Wie viel Schaden macht der dann? 14.000? Nee, 16.000 sogar, ne? 16.000. Sinister Cameraman, der macht 14.000, aber der hat auch mehr Reichweite hinterher. Obwohl, könnte sogar sein, dass Turkey Cameraman, der hat auch sehr viel Reichweite. Müssen wir mal drauf achten jetzt, wenn wir die upgraden. Auf jeden Fall sind das unsere beiden mächtigsten Einheiten, die wir dabei haben, mit Abstand, was den Schaden anbelangt. Die beiden sind halt gut, weil sie Flächenschaden machen. Vor allem Turkey Speakerman, warte mal, weißt du was, wir verkaufen den hier mal. Ich stelle hier mal noch einen normalen Turkey Speakerman hin, den wir upgraden. Weil die machen halt 2400 Schaden dann beide und haben durchgehend Flächenschaden über alle Lanes hier. Das ist sehr gut. Okay, und jetzt halten wir das Geld mal ein bisschen zusammen und dann gibt es gleich den Turkey Cameraman Level 4. Das ist aber auch noch nicht in sein Maximallevel, glaube ich, oder? Ich weiß gerade gar nicht genau. Ah, guck mal, wie die Boss-Toiletten Damage bekommen. Let's go. Yo, das funktioniert ja mega gut. Und dann noch der Turkey Cameraman, der hier pro Hit 1200 macht. Abfahrt, Bruder. Let's go. Richtig nice. Ja, die Giant Glasses Toilet könnt nach Hause fahren. Hier, schau sie dir an. Die werden jetzt hier ordentlich weggeflötet. Zap, zarab. Hier auch nochmal. Und weg mit denen. Easy. Okay. Welche Welle sind wir jetzt? Welle 17? Welle 18? Profi. Beim Turkey Cameraman ist scheinbar Level 5 das Maximallevel. Dann macht er seine 15.000. 15.000 Schaden macht er. Okay. Das reicht ja aber auch. 15.000 ist schon mächtig viel Schaden. Und auch Sinister Cameraman können wir jetzt upgraden auf Level 5. Und auf Level 6 hat er auch sein Maximallevel. Auf Level 6 hat er eine Reichweite von 35. Turkey Cameraman hat eine von 30. Okay, damit hat Sinister Cameraman auf jeden Fall die meiste Reichweite, so wie ich es mir auch schon gedacht habe. Und wir sind jetzt hier auf Welle 30 im Hard Mode. Und wir kommen hier wirklich gut voran, Freunde. Also wir haben einmal ganz am Anfang, ist eine kleine Toilette durchgekommen. Aber seitdem hatten wir kein einziges Problem mehr. Auch jetzt hier so größere Mengen an Boss-Toiletten werden einfach platt gemacht. Und sobald wir jetzt die Kohle haben, um hier den Sinister Cameraman auf maximal zu upgraden, so, ist den seine Reichweite auch noch bis da oben und dann kommt da gar nichts mehr vorbei. Von den Sinister Cameraman werde ich hier jetzt auch mal noch einen hinstellen und Stück für Stück upgraden, bis der auch da oben reinhacken kann. Und dann sieht es echt so aus, als ist hier der harte Schwierigkeitsgrad und nur so ein kleiner Spaziergang im Park. Wie es bis jetzt aussieht jedenfalls. Ich meine, wir sind erst bei Welle 31. Das wird erst hinten raus richtig übel, aber wir haben hier scheinbar... Wir haben gut ausgewählt, Freunde. Scheint ein echt starkes Team zu sein. Let's go. Und selbst jetzt, wo auf Welle 37 immer mehr Betäubungseinheiten ins Spiel kommen, ihr seht hier die Multiclaw... Jetpack Toilets, die können echt viele Einheiten hintereinander betäuben. Ich meine, wir haben jetzt zwei Sinister Cameramen auf Level 6, aber das ist trotzdem geisteskrank, wie die Einheiten hier einfach wegsmoken. Ich bin gerade am Überlegen, dass ich mal hier oben in dem Bereich noch einen Turkey Cameraman eventuell jetzt mal langsam hochziehe. Weil der eine macht hier oben, der macht schon echt viel kaputt. Manchmal kommen die Einheiten gar nicht mal in die Reichweite von den Sinister Cameramen. Deswegen stelle ich hier oben jetzt mal noch einen Turkey Cameraman dabei. Und auch die beiden Turkey Speakermen, die beide zusammen machen ja auch fast 5000 Flächenschaden pro Sekunde. Und guck mal, wie die Reichweite von denen ist. Alles, was hier oben in dem Bereich ist, kriegt die dauerhaft 5000 Damage pro Sekunde. Die räumen auch echt viel beiseite. Also ich könnte sogar zwischendurch jetzt teilweise Autoskip anmachen. Ich habe jetzt gerade auch einfach mal die Welle geskippt. Einfach, weil ich es kann.
Es wird nichts passieren. Die haben überhaupt keine Chance, uns hier in irgendeiner Art und Weise gefährlich zu werden, Freunde. Das ist wirklich crazy. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so eine Menge an Damage hier durchflöten können. So, hier die Minigun-Toilet, easy. Mutant Toilet 2.0 wird gleich auch easy weggemacht. Spätestens wenn ihr in die Reichweite von den Sinister Cameraman kommen, ist vorbei. Und wir können jetzt sogar schon den nächsten Turkey Cameraman auf Maximallevel upgraden. Jetzt haben wir hier 30.000 Schaden pro Sekunde mit den beiden hier. Und guck, wie viele Boss-Toiletten jetzt hier sind. Und die werden keine Chance haben, Freunde. Das sind ultra starke, ultra viele Gegner und sie haben keine Chance. Nicht mal die Rocket Toilets, die so ultra schnell sind. Ihr wisst noch, was die uns früher für Probleme gemacht haben. Keine Chance. Also diese Event-Einheiten, die mittlerweile hier im Game sind, sind wirklich schon enorm stark. Ich stelle mal hier vorne noch einen Sinister Cameraman hin, den wir jetzt Stück für Stück hochmachen. Und habt ihr gesehen, die sind nur bis hierhin gekommen. Obwohl wir Skip gedrückt hatten sogar eben. Wow, okay, das macht richtig Spaß gerade. Let's go. Und wir nähern uns jetzt auch schon dem Ende. Welle 48 wird gar kein Problem sein. Wir haben jetzt hier unten 4 von den Sinister Cameraman stehen. Richtig, richtig gut. Ich würde sogar sagen, ich mache jetzt mal kurz Skip Wave, Freunde. Wir haben bis jetzt... Ich meine, guckt euch mal an, wie die Rocket Toilets hier platt gemacht werden. Die wissen gar nicht, was abgeht, Mann. Die denken sich, sie haben einen coolen Ausflug so. Wir schauen mal vorbei. Toilet Headquarter, lang nicht mehr da gewesen. Und plötzlich sind wir hier und flöten die komplett ins Nirvana. Also hier auch die UFO-Toiletten. Die kann uns zwar ein bisschen betäuben, die UFO-Toilette, aber auch das wird die UFO-Toilette nicht retten. Zack, besiegt. Mutantentoilette besiegt. Easy. Ich mache jetzt sogar Skip Wave, starte direkt Welle 50, Freunde, weil es mir egal ist. Weil es mir egal ist, die wissen nicht, was abgeht, okay? Hier vorne, habt ihr gesehen, alle Explosionstoiletten sind hier rein. Das ist auch der einzige Grund, warum der Scary Speakerman hier vorne steht. Damit die ganzen Explosionstoiletten in den reinfliegen. So, alle Sinister Cameraman noch auf Level 6, auf Maximallevel bekommen. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob auch nur irgendeine Einheit es halbwegs weit schafft. Ich meine, wir haben die Boss-Toilette 3.0. Schauen wir mal, wie viel der wegstecken kann. Er fängt an, richtig zu kassieren hier. Junge, geht's dem schlecht. Guck dir das mal an. Und das ist der harte Schwierigkeitsgrad, Freunde. Komplett besiegt. Easy. In 33 Minuten. Das ist sogar echt schnell. Also dafür, dass wir jetzt keine spezifische Strategie benutzt haben, sondern einfach nur mit Random-Einheiten drin waren, ist es gut. Checken wir mal, ob wir das Gleiche vielleicht auch auf dem Albtraum-Modus reproduzieren können. Weil hart war jetzt ja wirklich extrem einfach. Deswegen testen wir das Ganze jetzt einfach mal, ob wir das auf Albtraum auch hinkriegen. Wir starten einfach mal rein mit einem Turkey Speakerman, den wir hier hinstellen. Der macht nämlich wirklich gut Schaden, auch für den Anfang schon. Da sollten auch die ganzen Kleinheiten kein Problem sein, einfach weil der Flächenschaden macht. Da wird das kein Ding sein, auch wenn die ein bisschen schneller sind teilweise. Sollten die alle easy besiegt werden. Ist auch kein Problem, seht ihr ja. Und auf jeden Fall eine gute Wahl als erste Einheit, diese Turkey Speakerman. Also falls ihr den noch nicht habt, kauft euch auf jeden Fall noch eine Turkey Crate. Solange wie das Event noch aktiv ist, schaut mal, der macht hier solo, im Albtraummodus Level 5 den Bossgegner. Ich habe alles Geld an Upgrades nur in den hier gerade reingesteckt und schaut mal, wie gut es funktioniert. Ganz, ganz easy. Der kann jetzt schon hier oben die erste Lane angreifen im Toilet Headquarter und das mit ordentlich Damage, wie ihr ja selber sehen könnt. Und für 900 gibt es den gleich schon auf Maximallevel und dann macht er 2400 Flächenschaden. Und dann drückt er hier selbst den Boss-Toiletten mächtig einen rein. Ich drücke jetzt sogar Skip Wave, obwohl ich nur eine Einheit habe. So gut funktioniert er gerade. Mal sehen, ich werde gleich erstmal noch einen zweiten davon aufstellen. Das ist richtig gut. Also, ich hätte nicht gedacht, dass der so stark ist. Ich meine, guckt euch das mal an hier. Die Mutantentoilette, die weiß gar nicht, was abgeht. Die dachte sich, sie hat einen entspannten Tag. Schon ist sie weg. Und jetzt mit der heftigen Reichweite auf Level 4. Ich platziere hier direkt noch einen hier drüben hin. Der hat dann gleich noch eine bessere Reichweite hier überall hin. Ich meine, selbst diese Minigun-Toilet schafft es nicht mal über die erste Lane. What? Ist komplett krass. Richtig gute Einheit. Auf jeden Fall ihren Preis wert. Definitiv kauft eine Turkey Crate, Freunde. Das solltet ihr auf jeden Fall investieren, solange es die noch gibt. Und ich habe jetzt bereits 3 von den Turkey Speakerman auf Maximallevel. Die haben auch bis gerade gereicht. Den Turkey Cameraman habe ich gerade erst dazugestellt. Und auch ihn hier wieder, dass er gleich die Explosionseinheiten abfangen kann. Wir upgraden ihn aber auch mal ein bisschen, dass er wenigstens auch ein bisschen Damage hier am Start verteilen kann. Wenn er schon mal hier ist, kann er auch ruhig was machen. Aber diese Turkey Speakerman sind wirklich geisterkrank. Also das sind wirklich brutale Einheiten, was sie an Schaden. Ich meine, guck mal, die Boss-Toiletten. Die wurden komplett von den Boss-Toiletten besiegt gerade. Was ist das bitte? So, das haben wir ja noch nie gesehen. So, ihn hier können wir auch noch einmal upgraden. Let's go.
Ich kann auch noch mal ein bisschen Damage verteilen. Ja, und dann gleiche Strategie wie eben, Freunde. Wir müssen eine sehr ähnliche Strategie wie im Hard Mode machen. Die kämpfen jetzt hier. Und gleich stellen wir hier unten noch ein paar von den Sinister Cameramen auf. Die auch viel Reichweite, viel Schaden, schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Perfekt für uns. Ja, und wir können auch gar keine große andere Strategie machen, weil wir immer noch die gleichen Einheiten haben, Freunde. Deswegen verlassen wir uns einfach mal auf das, was eben schon funktioniert hat. Obwohl man schon einen signifikanten Unterschied jetzt merkt hier, Freunde. Diese UFO-Toilette hat sich jetzt hier durchgemogelt. Ich muss jetzt mal schauen, wo die jetzt gleich beim nächsten Mal... Hier wird sie sichtbar. Let's go. Upgrade, upgrade. Warte, ich kann nicht zweimal upgraden, ne? Schlecht, 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 schlecht. Okay, warte. Die UFO... Mist. Okay, wir müssen den Sinister Cameraman noch einmal verkaufen. Komm, wir stellen ihn hier nochmal hin. Kann er nochmal Schaden machen? Oh, das wird sich aber nicht so sehr lohnen. Warte, wir stellen ihn hier nochmal hin. Und geben ihm noch einmal... Oh, hier können wir jetzt nochmal zwei Upgrades geben. Okay. Vielleicht schafft er es noch, das Ding aufzuhalten. Obwohl ich es nicht glaube. Doch, schafft er. Nee, schafft er nicht. Oh mein Gott. Oh, die UFO. Ey, ich hätte ihn noch einmal platzieren können. Ich dachte, sie bleibt unsichtbar, bis sie drinne ist. Okay. Wir müssen jetzt anfangen, hier unten die Sinister Cameraman auf jeden Fall zu platzieren. Wir brauchen jetzt den etwas Zusatzsupport. Jetzt auf Welle 22 sind schon... Ich kann nicht mehr richtig reden. Da sind schon zwischendurch Gegner dabei, die ein bisschen zu stark sind. Als dass wir uns jetzt darauf verlassen können, dass es einfach so klappt. Wir müssen jetzt wirklich die ganze Zeit ausmaximieren. Also die ganze Zeit Gegner so platzieren, wie es nur eben geht. Also wenn Geld übrig ist, um zu upgraden, habe ich gerade Gegner gesagt, ich meine Einheiten. Wenn Geld übrig ist, um was zu upgraden oder zu platzieren, sofort machen. Also das Ganze genau im Auge behalten. Das Problem ist einfach, dass auf dem Albtraum-Modus signifikant mehr Betäubungseinheiten sind und auch sehr viel mehr von diesen nervigen UFO-Toiletten, die einem wirklich, wirklich, wirklich das Leben schwer machen. Wenn man denen einfach den meisten Damage machen muss, während sie sichtbar sind, aber da die auch so extrem betäuben, macht es das Ganze natürlich nicht einfacher, wenn die uns die ganze Zeit die Einheiten betäuben, ja. Jetzt auch noch der Flying Rocket Launcher Toilets, die hier mit am Start sind und dann wird es ganz bescheiden. So, jetzt sind hier die, oh Gott, die UFO-Toilets kommen schon. Alter, wir können die nicht aufhalten, weil wir nichts zur Betäubung, gegen die Betäubung haben. What? Ich habe keine Chance, ich kann die nicht aufhalten. Hier, sofort betäubt. Alter, Welle 23. Ja, Freunde, das ist nochmal die Bestätigung. Den Albtraummodus schafft man nur, wenn man Heilungseinheiten hat. Entweder die Camera-Drone zum Reparieren oder den Medic-Cameraman zum Heilen. Eins davon braucht ihr auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr euch echt verabschieden vom Albtraummodus, den irgendwie zu schaffen. Keine Chance. Da braucht ihr wirklich einfach diese Heilungseinheiten. Keine Chance, Freunde. Okay, für den harten Modus hat es gereicht, für den Albtraummodus leider nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.